So, da bin ich wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Euro Truck Simulator. Und diesmal in der Vollversion. Habt ihr mir gekauft. Nicht mehr im Demo-Modus. Macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied zu unserem jetzigen. Bloß, dass es nicht irgendwann, dasteht jetzt zu Ende. Wir drücken auf Fahren. Wir müssen ja was machen. Wollten, glaube ich, zu TweeAd fahren. Und in der Zeit kann ich ja ein bisschen was erzählen. Mods habe ich noch nicht nachgeguckt. So weit war ich noch nicht. Boah, total ungewohnt. Denn ich habe einen Singleplayer, also noch einen weiteren Spielstand angefangen, den ich nicht aufnehme. Da bin ich in Edinburgh gestartet, der Hauptstadt von Schottland. Hab da mittlerweile meinen schönen Renault Truck, der sich verdammt gut fährt. Mit der Lenkung komme ich jetzt so einigermaßen klar, muss ich mal so sagen. Immer noch nicht so wirklich, aber besser als vorher. Wir wollten nach Mailand fahren. Ja, dann machen wir das doch mal. Auflieger steht bereit. Wo steht er denn? Da steht er. Kommen wir denn da jetzt am besten ran? Und wenn man, also England, muss ich sagen, sieht sehr schön aus mit der Landschaft. Naja, allgemein das ganze Spiel. Na, Sonnenstrahlen wollte ich immer noch mal wieder ausstellen, weil die irgendwie ein bisschen blöd aussehen. Und jetzt aber, müsste hier doch gleich irgendwo stehen, hier neben mir. Da steht da unser kleiner Container. 20, oh, also richtig schön rangeflogen. Ein 20er. Das sind 220er. Wo steht die 20 eigentlich? Es gibt 20 und 40. Zoll kann es nicht sein. Kubikmeter? 20 Kubikmeter? Geht das? Müssen wir mal nachgucken. Auf jeden Fall, wenn man in England startet, die Trucks, die man da am Anfang fährt, also in Großbritannien, ich bin ja eigentlich in Schottland gestartet, die Trucks, die man da fährt, sind schön. Also, ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, schön sind sie alle. Da sitzt man dann auch auf der rechten Seite, nicht auf hier wie hier links. Mein erster Truck, den ich mir gekauft habe, habe ich mir dann in Frankreich gekauft, in Paris, wo ein Renault-Händler ist. Spoiler-Alarm. Und ja, also, da habe ich den gesehen. Da sitze ich auf der anderen Seite. Also wie hier, links. Trotzdem habe ich einen Meilentacho. Was ich nicht so schön finde. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie umstellen kann, aber ich finde es nicht so schön, dass ich jetzt überall mit Meilen rumfahre. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin mit der Fähre, denn also erst nach Aberdeen. Habe ich auf der Landstraße erstmal schön Frontalcrash mit einem, hatte ich mit einem, wodurch ich einen schweren Motorschaden hatte. Mein Motor ist einfach ausgegangen zwischendurch. Und Autobahnauffahrten sind tödliche Hindernisse, weil die KI immer anhält, auch wenn da überhaupt kein Auto ist. Muss man mal bedenken, gerade ist es nochmal gut gegangen. Im nächsten Moment kann es auch wieder schief gehen. Ja, auf jeden Fall. Mein Auto war bestätigt und der Motor ist ab und zu ausgegangen. Stand ja doch immer schön im, in dem Ding drinne, dass ich einen Motorschaden habe. Oh, ich bin doch eben immer mit 55 Meilen gefahren. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen über 50 km/h schaffen. Das war auch noch nur ein einfacher.
Auf jeden Fall bin ich da den Renault Premium gefahren. Ich starte mal meinen Timer nebenbei. Dass ich den nicht vergesse. Ich mach 30 Minuten Partsets immer. Dann 20, also 15 Minuten passiert ja nicht so viel. Da lade ich lieber ein bisschen länger hoch. Als wie ich Parts hochlade, denen nichts passiert. Ich habe mich entschlossen, das ein bisschen länger zu machen. Solange wie ich Bock aufs Spiel habe, dabei Lust habe aufzunehmen, werde ich das hier machen. Das könnte ein bisschen dauern. Muss ich mal so sagen. Wenn sich natürlich keiner mehr anguckt, muss ich mir natürlich auch nicht mehr die Mühe machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr nicht mehr gucken sollt, denn das sollt ihr. Ist ja so nämlich ein cooles Spiel. Auch wenn es nicht so aussieht, wenn manche jetzt nicht so den Wert dieses Spiels sehen, ist es ein gutes Spiel. Man muss sich erstmal wieder so ein bisschen mit anfreunden, mit der veränderten Steuerung, den ganzen neuen Sachen, die es gibt. Aber wenn man das getan hat, dann ist es ein schönes Spiel. Kann man nicht anders sagen. So, wir fahren jetzt hier einmal nach Mailand ab. Ein bisschen ab, denn hier darf man auf 40 fahren. War auch gut. Ich wurde in, ich glaube, Newcastle? War das Newcastle? Weißt du was? Können wir auch gleich mal nachgucken. Wir haben ja hier unsere schöne Karte. Newcastle upon Tyne. Hier gibt es nämlich einen Hafen, mit dem ich denn hier direkt hier nach Amsterdam gefahren bin. Und da wurde ich in der Stadt, 30 Meilen sind erlaubt, und ich wurde mit 31 geblitzt, durfte 500 Euro Strafe zahlen. Da habe ich mir gedacht, okay, eine Meile zu schnell. Wieso wurde ich jetzt geblitzt? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Jetzt achte ich so ein bisschen aufs Tempo, denn 550 kostet das. Wenn man zu schnell fährt, das ist nicht gerade wenig. Das muss nicht unbedingt sein. Auf jeden Fall, denn die Strecke zwischen Amsterdam und Rotterdam, die muss man einfach mal gefahren sein. Ist so cool. Also so Landschaft, was da alles ist, mit dem, ach, ich werde jetzt spoilern, fahrt da einfach mal lang. Ist auf jeden Fall mal wert. Und anders kann ich es nicht sagen. Und dann bin ich von da weiter nach Lille, von Rotterdam. Und von Lille dann nach Dover rüber mit dem Zug durch den Eurotunnel. Also was die da für ein Ding gebaut haben, wie man sich da einordnen muss und so. Auch hammergeil. Hat auch ein Lob verdient. Und dann habe ich noch so einen Punkt zu den erkundeten Straßen. Denn, ja, woher soll man wissen, welche man schon gefahren ist und welche nicht? Der Euro Truck Simulator verrät es ein. Straßen sind gelb. Ist mir voll gar nicht aufgefallen. Hier, wo wir denn schon waren, das ist gelb. Da, wo wir nicht waren, das ist noch grau. Was ist das eigentlich für ein Zeichen? Soll bestimmt eine Tankstelle darstellen. Naja, das wollte ich gerade nur noch mal zeigen. Tempolimit ist weg. Habe ich gerade sowieso nicht drauf geachtet. Was war denn? 80, oder? Na okay. Ist egal. Wir wurden nicht geblitzt. Alles cool. So. Was war denn noch so Schönes? Und bei den LKWs habe ich gesehen. Wir haben bestimmte Level, die man die erst fahren kann, die späteren. Ich glaube 12. Ne, irgendwas über 10 war es nachher, wo man sich die nächstbesseren kaufen kann. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass ich nur den einen hätte wirklich kaufen können. Auch wenn ich genug Geld gehabt hätte. Also unseren schönen Mercedes. Wobei schön. Naja, im Sinne des Betrachters,
Ich finde ihn jetzt nicht so schön, aber okay. Das kommt ja noch. Wenn wir unseren schönen, wenn dann so ein High-End-Truck haben, richtig schöne Lackierung, dann sieht das auch besser aus. Aber dazu müssen wir erstmal ein paar Level steigen. Da hat sich im Spiegel gerade wieder die Welt aufgebaut. Und hier ein schönes Tal. Wie diese komischen Vögel. Ich störe mich immer noch. Und hier geht die Straße zusammen. Ziehen wir gleich mal rüber. Dann stehen wir nicht hinter dieser riesigen Schlange hier. Obwohl sie sich erst hier hinten hätten einfädeln müssen. Das Tempolimit könnten wir uns mal halten. Und ich wurde vom Tempomat bis jetzt immer sehr enttäuscht, weil trotz Tempomat fährt er manchmal schneller, als wie er eigentlich soll. Vor allem, wenn es bergab geht. Finde ich nicht so schön. Also trotz Tempomat muss man aufs Tempo achten und das ist nicht schön. Nee, das geht nicht. Da möchte ich bitte noch einen Patch haben, SCS Software. Oh, was ist denn das für ein langer Tunnel? Ich will wieder Gas geben. Ah, da vorne sieht es doch schon heller aus. Oder? Nee. Es hat getäuscht. Na komm. Blöder Tunnel. Da sieht es wieder ein bisschen heller aus, kann aber wieder täuschen. Ja, das ist nur der Scheinwerfer von dem Auto da vorne. Na komm. Oh, ist das ein langer Tunnel. Ich will wieder eine größere Straße haben, wo ich Gas geben kann. In der hier. Mit seinem VW kommt nicht aus dem Arsch. Auf jeden Fall gibt es immer noch das alte Problem. Ach, das ist hier die Baustelle. Ah, okay, hier sind wir schon mal lang gefahren. Da ist die Baustelle. Auf der anderen Tunnelseite. Ah, okay. Deshalb wurde das da auch einspurig auf einmal. Wir drängen uns jetzt hier einfach mal rüber und überholen den hier. Blöder VW-Fahrer. Mercedes ist das Richtige. Da es ja kein BMW als Truck gibt. So, reiht der sich jetzt... Okay, er hat sich nicht vor uns eingereiht, das ist gut. Jetzt habe ich ihn voll mitgenommen. Sieht es eigentlich mit dem LKW aus? 0% Schaden! Freue ich mich. Ich habe einfach ein bisschen hier die Shortcuts gelernt. Dass ich hier auf... F6 schön sehen kann, wo ich hin muss, was ich dafür krieg, wann meine nächste Pause sein muss. Oh, 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 oh! Da habe ich mich gerade zu sehr auf das Ding konzentriert. Okay, alles gut. F7 ist nämlich das. F8 sind Nachrichten. F9 drücke ich lieber nicht, dann hört meine Aufnahme auf. F5 ist hier wieder die Übersicht. Wollen wir mal wieder ein bisschen weiter rauszoomen. Ich fahre mal wieder auf die Straße. F4 ist die Lichtsteuerung. Die lassen wir jetzt mal kurz weg. Mit der habe ich mich noch nicht befasst. F3 blendet ja das Ding, ändert ja die Aufmachung. F2 macht ja die Spiegel an und F1 macht eben dieses Menü auf. Damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt, damit ich nicht immer hier alles durchprobieren muss, echt die richtige Taste habe. Fällt mir noch irgendwas ein? Wenn nicht, hätte ich gern so ein paar Themen, über die ich reden könnte. Oh Gott, ey. Vollidiot. Hätte ich gern so, also, ein paar Themen. Wenn ich über irgendwas sprechen soll. Was weiß ich, Syrien-Krise oder irgendein Spiel, Battlefield Premium oder was weiß ich, was es alles gibt. Da fällt euch bestimmt irgendwas ein. Dann schreibt es in die Kommentare und ich werde mich mal in einer Folge oder zwei darüber ein bisschen auslassen. Vor allem noch so ein bisschen
drüber informieren, wenn ich nicht genug darüber weiß. Wenn nicht, suche ich mir selbst was oder ich rede wie jetzt einfach irgendeinen Scheiß. Oder ich reg mich über die KI auf. Das kann ich ja immer noch sehr gut. Den ersten Teil habe ich heute hochgeladen. Mal gucken, wie er angenommen wird. Ob sich überhaupt noch einer anguckt, da ich ihn ein bisschen später hochgeladen habe, als wie der eigentliche Release war. Das sorgt ja immer schon dafür, kenne ich nicht, will ich nicht. Also, ja, okay, das sorgt dafür, kenne ich nicht, gibt sowieso schon genug. Die sagen, ach, den Let's Player, kenne ich überhaupt nicht, gucke ich mir nicht an. Finde ich schon mal eine blöde Herangehensweise. Ich sag nicht, dass ich da unbedingt besser bin. Wenn ich sehe, dass irgendein großer Let's Player was gemacht hat, dann, gucke ich mal bei dem. Und wenn da drunter denn irgendeiner ist mit 300 Aufrufen, ja, dann klicke ich da meistens überhaupt nicht drauf. Aber ich mach's öfter mal. Ich guck auch öfter mal nach kleineren. Bisschen unterstützen. Und ich kann auch sagen, ich habe da mal einen guten durchgefunden bei Driver San Francisco. Leider ist der Kanal verschwunden. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Finde ich schade. Er hat nur so um die 500 Abonnenten gehabt. Ist auch schon ein bisschen größer. Also es ist auch nicht hier so ein kleiner wie ich mit 15. Aber okay. 500 ist schon eine ganze Menge, muss man mal einfach so sagen. Ich habe ja schon ein Thema gefunden, über das ich reden kann. Und wir sind in Italien. Warte. Noch nicht. Jetzt sind wir in Italien. Es kommt bestimmt gleich eine Mautstation. Da vorne, wo auch die Tankstelle ist, wo wir unseren Mautschein ziehen können. Da, wo die ganzen hässlichen Vögel wieder fliegen. Ja, der ist dahinter. Ja, dahinter sieht es sehr danach aus. Oder ist einfach eine Lärmschutzwand. Also, mit Abonnenten. Also, ich bin jetzt nicht der, der hier sagt, hier favorisiert, also liked, abonniert, favorisiert, nee, das ist mir einfach, das ist mir zu blöd, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn man so um Sachen sozusagen schon bettelt, so kommt das für mich irgendwie rüber. Ich bin auch nicht der, der hier sagt, hier, wenn ich nicht in einer Woche 100 Abos habe, mache ich nicht weiter. Ist mir eigentlich sowas von egal, die Abozahl. Aber ist doch irgendwie schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, es gucken Leute Videos. Wenn man jetzt weiß, hier, ich mache das für zwei Leute. Warum muss ich denn 7 Dollar zahlen? 7 Euro, ich habe da noch nicht mal irgendeinen Schein gelöst. Stehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Ich hätte vorher mal auf die Uhr gucken sollen, ich habe gar nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt zwei Parts gerade schaffe. Da müsste ich locker. Okay, ich hab mich gerade so ein bisschen in der Uhrzeit vertan. Okay, zwei Parts schaffe ich. Bevor ich wieder was anderes machen muss. Ach, hier ist wieder so eine blöde alte Abfahrt. Das stört mich immer noch so ein bisschen. Manche haben so schön gemacht, manche dann wieder hier so blöd. Die alten. Deutschland habe ich es noch nicht wieder geschafft reinzukommen. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein bisschen Angst davor, dass ich wieder genau die gleichen Routen habe wie im German Truck Simulator. Dass sich da nichts verändert hat. Das ist so meine große Befürchtung. Was ich ja auf der Fahrt von Rostock nach Kiel schon gesehen habe. Oh! Da war wieder die doofe Steuerung. Dieses Lenkrad nicht wieder gerade stellen. Ach, die Ladung hat Schaden genommen. Das ist immer das Schlimmste. Es gibt richtig viel Minuspunkte. Wobei das Reparieren in diesem Teil sowieso arschteuer ist. Man erhöht die Preise.
man erhöht die Reparaturkosten und verschlechtert die Steuerung. Das ist, finde ich, eine blöde. Also, das passt irgendwie nicht so gut zusammen. Okay, also mit Abonnenten. Mir reicht das auch, wenn ich das für 100 Leute mache. Mehr brauche ich überhaupt nicht. Also das ist so, das, so 100 ist so eine Zahl, mit der wäre ich glücklich. Von der an würde ich sagen, ich brauche nicht mehr. Reicht. Reicht vollkommen aus. Ich will ja mit YouTube-Videos auch kein Geld verdienen. Also wenn ich meine Videos irgendwann monetarisiere, wie das ja so schön heißt, dann werde ich das erst machen, wenn es wirklich eine große Anzahl ist, wenn sich das auch lohnt. Also, wenn ich denn von dem Geld sozusagen, wenn ich dann so Geld verdienen würde, dass ich davon auch neue Spiele kaufen kann, um gutes, also, oder bessere Ausrüstung, um neues Content liefern zu können. Aber sonst ist das eigentlich nicht so wichtig. Denn wenn ich jetzt hier mit meinem paar Aufrufen Geld verlangen würde, erstens, wenn ich dann aus dem Video klicken würde mit nicht mal 100 Aufrufen und dann Werbung hätte, würde ich denken, ja okay, das ist ein bisschen blöd, oder? Und wenn ich denn Geld gibt's bei der Anzahl sowieso noch nicht. Also, das ist so verschwindend gering. Da gerade zwei Autos rübergekommen. Was ist das für eine blöde Ampelschaltung? Da muss man mal beim Mailänder, das klingt irgendwie doof. Mailänder. Da muss man mal anrufen und sagen, hier, eure Ampelschaltung ist defekt. In der Nähe von St. Builders. Na komm! Ich glaube, ich komme damit nie so richtig klar, dass die LKWs nicht aus dem Arsch kommen. Schrecklich einfach nur. Bordsteinkanten sind auch hier so ein riesiges Hindernis. Die sind auch irgendwie sehr gefährlich. Jetzt wird hier gleich bestimmt alles gelb werden. Nicht? Finde ich aber schade. Ich dachte, es wird... Oh! Da war, glaube ich, keine Abfahrt. Warte mal, das muss ich gerade mal gucken. Ja, okay, ich hätte vielleicht noch ein bisschen weiter runterfahren sollen. Da habe ich gerade so ein bisschen aufgesetzt. Jetzt kann ich auch gleich so einparken, dann brauche ich mich nicht rumquälen mit der Steuerung. Na komm, hau den Rückwärtsgang rein. Dann darf ich die Räder gar nicht voll einlenken, denn... Dann war es das mit gut lenken. Komm, koppel ihn ab. Gute Arbeit. Ja, leider nur gute Arbeit, nicht ausgezeichnet. 302. Und wir sind Level aufgestiegen. Schön. Erfahrungsbonus für Level 2. Das ist ein bisschen Geld. Und Fernfahrer gibt es auch ein bisschen Geld. Und wir können einmal aufleveln. Puh. Was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, just in time. Wichtige Lieferungen werden freigeschalten. Ja, okay, wichtige Lieferung ist nicht... Ist jetzt nicht so wichtig. Könnten wir Lizenz machen? Ich mach mal eine Lizenz. Sie haben Post. Ich glaube, wegen meiner neuen Lizenz. Ups. Guck mal. F8 war das. Keine Nachrichten. Ja, so viel zu Thema alles durchprobieren. Können Ihnen helfen? Aha. Ich könnte jetzt einen Kredit von 500.000 aufnehmen. Also 400.000 könnte ich jetzt nochmal dazu nehmen. Wie soll ich das bezahlen? Ist immer noch bei 0? Okay. Kann ich ja noch nicht zurückzahlen, wir haben jetzt 21.000.
Naja, wir haben erhöhten Kreditrahmen. Ich dachte, jetzt meldet sich einer hier, kannst bei uns gefährliche Fracht annehmen. So. Wir müssten, glaube ich, Pause machen. Wo machen wir das denn am besten? Hier unten im Hotel? Nee, ich fahre hier unten hin. Da ist nämlich noch so ein LKW-Händler, den ich noch nicht entdeckt habe. Fahren wir ein bisschen in der Außenansicht. Nicht schade, dass man die noch nicht weiter rauszoomen kann. Hier kann man auch Aufträge annehmen. Ja, könnte man bestimmt, wenn einer da wäre. Kommen wir mal hier rum. Bisschen erkunden. Bisschen die Stadt anschauen, wo wir ja schließlich auch unsere Firma haben. Komm, gib Gas. Okay, hier die Straße weiter runter. Muss kurz mal gucken, wo ich lang muss. Steuerung, ich hasse dich immer noch. Komm, ich hab doch Gas gegeben. Das ist so nervig. Man darf eigentlich gar nicht zum Stehen kommen mit dem Ding. Denn wenn man steht, dann war's das. Dann ist zu Ende. Wenn er denn wieder anfährt, vergehen mehrere Stunden. Okay, ist vielleicht realistisch, wenn man mit so einem großen LKW anfährt, aber... Naja, es bremst irgendwie so ein bisschen das Spielgefühl aus. Würde mich auch interessieren, ob man wirklich alles gesehen haben muss. Jetzt habe ich den LKW wieder angemacht. Noch anbleiben. Also ob man wirklich alles erkunden muss. Oder ob das reicht, wenn man so... Wenn immer noch so ein paar Punkte fehlen, ob es denn schon auf 100% geht. So, wir sind gleich da. Muss ein schöner LKW-Händler denn auf uns warten? Pause müssen wir, glaube ich, sowieso machen. Oder? Eigentlich in 5 Stunden, aber ist egal, passt schon. Wir haben einen Scania-Händler entdeckt. Da kann ich das... sagen, ja okay, 4% Schaden. Mal reparieren! Kann ich gleich mal gucken. Mit dem Level. Und das ist das Ding, was ich mir kaufen könnte. Und hier steht dann schon... Verfügbar ab Level 10. Wer findet es? Verfügbar ab Level 10. Ja, das ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen, dass ich gar nicht, den gar nicht kaufen kann. Verfügbar ab Level 25. Ab Level 20. Ab Level 18. Boah, das Ding sieht schon... Das macht schon was her, also... Gegen die einfachen sind den Spiel nicht so kurz, ist irgendwie so klein, weil oben so ein Stück fehlt. Sieht aber auch gut aus. Ab Level 12 gibt's den schon. Wir könnten uns das Ding hier kaufen. Ja, ich möchte den LKW hinter verlassen. Ich finde es immer noch so cool mit dem Rauskommen. Und denn der Ton so dumpf ist und jetzt laut und deutlich. Ist gut gemacht. Das ist wieder so ein kleines Detail, aber ohne dieses Detail, also das Detail, was sehr viel hermacht, wird man vielleicht nicht mal mitkriegen, wenn es fehlen würde, aber es ist schön. 2204 Euro für 4% Schaden. Ich finde das so verdammt viel. Können wir irgendwas machen? Level 6, Level 10, Level 6. Ja, Level 12. Bisschen die Farbe. Oh, wir können hier doch was Neues machen. Und zwar
Neue Trittbretter, ganz wichtig. Ah, neue Trittbretter. Sehen denn die alten aus? Weil die machen doch was her. Komm, ich baue die jetzt einfach ein. Scheiß doch drauf. Kostet mich 1800. Und ich krieg das Geld von denen auch wieder zurück. Ist nicht kompatibel. Sieht aber viel schöner aus. Sieht das Ding ohne aus. Ganz ehrlich. Würde sagen, ist das Ding einfach weg. Okay, das muss ich von innen sehen. Im Spiegel. Aber ich glaube, das hatte ich schon mal, die Sache. Ja, dann nehmen wir jetzt den originalen mit den zwei Dingern. Dann würde ich sagen, in den Warenkorb. Kostet uns 303 Euro. Machen wir einfach mal. War nicht teuer, da wir unsere Sonnenblende verkauft haben. Schlafen wollte ich noch. Sie kommen eine Weile zur Ruhe. Machen wir Licht an. Da hat man eine kleine Veränderung gerade gesehen. Ich zoome mal wieder komplett ran mit der Karte. Es ist blöd, dass man einmal durchgehen muss. Vielleicht gibt es auch irgendeine Taste, dass man wieder eine Sicht zurückspringt, dass man nicht mal alle durchgehen muss. Ja, ich weiß, ich habe Kurven sind eng genommen. War wieder diese Killer-Bordsteinkante voll gegengefahren. Richtig gehört. Bumm, war man gegen. Ach so. Ich sollte ja vielleicht auch mal nach einer Fracht gucken. Das fahren wir mit unserem eigenen LKW natürlich. Von Mailand. Wo fahren wir denn hin? Nach Torino? Torino war ich noch. Waren wir noch nicht? Fahren wir nach Torino? Fahren nach Torino. Oder? Was gibt's noch so? Mailand, Mailand. Na, es gibt zwar extrem viel Geld pro Kilometer, aber... Nee, wir machen... Wir fahren nach... Große Eisenrohre fahren wir nach Torino. Das Banken, 40 darf ich hier noch fahren. Komm, dann haben wir mal eine Außenansicht. Nacht ruckelt irgendwie so schon. Könnte daran liegen, dass mein PC schon 2 Jahre alt ist. Fast 3. Mein Laptop, muss ich eigentlich sagen. Und dass der Lüfter irgendwie nicht mehr so funktioniert. Trotz immer reinigen, also... Irgendwas ist ins Lager gekommen und seitdem mal macht er was, mal macht er nichts. Immer so... Immer ein leichtes Rattern, was noch da ist. Und ich muss... Och, guck mal in den Rückspiegel. Erst gesehen. Noch ein bisschen zurückspulen, da sieht man, der ganze Tunnel fehlte. Eigentlich müsste man nur so fahren. Ach, ich habe hier ein bisschen abgebremst. Ich habe anderen zu dicht kam und schon steht man. Auf jeden Fall LKW individualisieren. Geiles Feature. Auf jeden Fall dafür ein Lob. Ich dachte, ich fahre hier hinten rauf, aber ging ja noch mit Bremsen. Also ich finde, ohne die Sonnenblende fehlt nicht unbedingt was. Sieht eigentlich sogar ein bisschen besser aus. Ach, hier wieder die Lenkung. Bleibst du hier stehen oder was? Vollidiot an seinem Scania. Und
besteht noch so die kleine Möglichkeit, dass neue Lizenzen noch mit reinkommen durch einen späteren Patch. Ach komm, ich stehe doch schon im Ding drinne. Also vielleicht Mercedes oder so sagt, komm, wir machen doch eine Lizenz. Wir geben doch und wir erlauben es doch. Es wäre natürlich schön. Ach komm, ich hier wieder ewig lange rangiere. Wenn ich mit der Steuerung klarkomme, mache ich alles aus der Cockpit-Perspektive. Lasst euch davon mal nicht stören. Denn ihr mögt das lieber, dass ihr so mehr seht. Ist mir eigentlich scheißegal. Aber zur Zeit mit der Steuerung muss ich erstmal noch so ein bisschen klarkommen. Mit diesem immer gegenlenken. Na, wie will mich immer außenrum schicken? Nie hier raus. Ja, da kam einer, aber scheiß doch drauf. Und die Fahrt nach Torino seht ihr im nächsten Part. Denn es war's wieder. 31 Minuten. Ach, schon weiter drüber. Ich habe ja später erst den Counter gestartet. Also, sehen uns im nächsten Part. Ciao, Leute.